Ich finde die Viecher auch total unnütz. Also nicht im echten Leben, aber in Minecraft sind diese Viecher einfach nur sowas von dämlich und langweilig und. Ach Mensch, was mache ich da eigentlich schon wieder für einen Scheiß? Ich bin schon wieder total neben der Spur und weiß natürlich mal wieder gar nicht, was ich mache. So, hier kommt jetzt aber erstmal. Das war jetzt erstmal so richtig. Und ihr seht gerade, mein Haus ist jetzt eigentlich schon viel zu groß geworden. Ich müsste. Nee, das kann ich. So geht das nicht. Das muss ich jetzt so wieder abreißen. Ja, die ersten Folgen sind jetzt halt erstmal nicht so spannend, ich weiß. Aber ich will mir jetzt erstmal ein schönes Zuhause hier hinsetzen, damit ich quasi ein schönes Haus habe. Damit ich dann auch erstmal eine Zeit lang, wenn dieses Haus fertig ist, durch Höhlen kraxeln kann oder Sachen erkunden kann, also Orte erkunden kann oder was weiß ich was. Dann haben wir uns hier erstmal ein schönes Haus hingesetzt. Und dann müssen wir auch erstmal, na gut, was heißt erstmal? Wir müssen eigentlich immer was bauen. Jedoch kann das dann erstmal ein bisschen warten, nämlich wenn ich hier dieses Haus fertig gebaut habe, dann möchte ich erstmal ein bisschen in Höhlen gehen. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist schon Nacht. Beziehungsweise es ist gerade Abend. So, die Sterne kommen langsam raus. Jetzt ist doch Nacht, jetzt geh pennen. Geht doch. So. Nudelt hier gerade Musik oder nicht? Kommt mir irgendwie so vor, als würde gerade Musik laufen. Also so Ingame-Musik, ne? Komisch, dann bilde ich mir das anscheinend nur ein. So, der Zaun kommt wieder her. Da kommt Owner hin. Ja, und jetzt muss ich hier diese Dinger hier abreißen. Beziehungsweise die untere Reihe hier von dem Holz. Denn das soll ja alles auf einer Linie bleiben. So. Warte mal. Wie ist der Watt? So, jetzt haben wir eine Doppeltür. So Einzeltüren für dich irgendwie ziemlich langweilig. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte ja hier jetzt weitermachen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Wie mache ich das? Vor allem, wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Moment, einen Moment. Ich hoffe, ihr verübelt mir das jetzt nicht. 46, Moment, 46 Minuten. Es ist gerade 21:41 Uhr. Eine Viertelstunde noch. Okay. Gut, dann nehme ich so bis 10 Uhr auf, kann man sagen. Bis 10. Ja, bis 10 nehm ich aus. Nehme ich auf. Ein bisschen langweilig, muss ich mir jetzt gerade sagen. Also so ohne Musik. Doch generell so, ohne dass hier irgendwas passiert. Ich meine, ich bin hier gerade so ein bisschen, soll ich sagen, allein. Hier in meiner schönen Welt. Hier sind weder Tiere noch. Na gut, Monster will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Hier sind weder Tiere, außer diese blöden, ekelhaften Tintenfisch da hinten, noch irgendwas anderes ist hier in der Nähe, was lebt und halt angenehm ist und lebt, meine ich. Und das ist jetzt schon ein bisschen schade, finde ich. Aber naja, das kann man, glaube ich, verschmerzen. Dafür gibt es ja auch einen Multiplayer. So, jetzt muss ich mal gucken.
ob das hier einfach so geht, ob man das hier vertreten kann, dass man hier, dass ich jetzt hier einfach so das Holz hineinklatsche. Geht das? Geht das? Geht das? Gehen tut's schon. Moment, ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt von meinem eigenen Dach. Ich muss das Dach hier noch ein bisschen. Ich muss das Dach hier noch eins höher setzen, ne? Habe ich gerade total vergessen. Bäh. Oh, das war ja zum Glück nur der Dingens da. Habe ich mich gerade schon wieder erschrocken, ey. Na gut, was heißt erschrocken? Gut, ich habe mich erschrocken, aber das war irgendwie der falsche Ton dazu. Ich meine, wenn ich mache, dann ist das eher was. Alter. Ja, wie gerade eben, das wollte ich gerade sagen. Das ist. Alter, das ist eigentlich der falsche Ton dafür. Ne, eine Schaufel habe ich doch, ne? Genau. Ich will eine Dingens. Steinaxt, so. Wenn ich mich erschrecke, dann mache ich, Alter, eigentlich andere Töne. Ich erschrecke mich auch gerade eben schon wieder. Na gut, was heißt, ich erschrecke mich, aber ich, ja doch, kann man schon sagen, ich erschrecke mich gerade immer so ein bisschen vor den komischen, den banalsten Sachen gerade irgendwie. Ich habe mich gerade eben zum Beispiel vor dem, sag mal schnell, vor diesem Rauch da gefürchtet, der von der Fackel aufgestiegen ist. Dann habe ich mich da vor diesem komischen Felsen da hinten gefürchtet, die da gerade eben im Fenster aufgetaucht sind. Also irgendwie kann wahrscheinlich damit ein bisschen zusammenhängen, dass ich irgendwie so ein, dass ich gerade eben einen Horror-LP geguckt habe. Natürlich mal wieder von Gronkh. Quai of 4 heißt das. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Also, das LP. Das Spiel selber kenne ich ja gar nicht. Angeblich eine Mod von, für das Spiel Half-Life 1. Gut, also ich will jetzt hier auch keine Werbung machen. Ihr könnt es euch ja selber angucken. Und ich bin eigentlich irgendwie nicht so der Horror-Fan. Deshalb kann es sein, dass ich mich jetzt immer gerade deswegen vor. Na, jetzt lass mich hier raus. Dass ich mich gerade deswegen hier vor diesen verschiedensten Sachen hier fürchte. Beziehungsweise, na gut, was heißt fürchten? Aber immer so ein bisschen erschrecke. So, ich brauche ein bisschen was zu essen. Fress, fress, fress. Das muss ich hier auch mal ein bisschen auch mal ändern hier mit der Treppe jetzt. Denn komisches Geräusch von draußen. Ich muss mich jetzt immer. Ich stehe die ganze Zeit da im Wald. Ist irgendwas? So als würde die ganze Zeit im Wald irgendwas stehen und mich beobachten. Ist das? Ah, da hinten ist ein Schaf. Na, Schaf? Dich hole ich mich auch noch. Nee, ich hole dich irgendwann auch noch irgendwann. Allerdings mit friedlichen Absichten. Denn ich möchte hier auch noch gerne Tiere haben. So. Verdammt, jetzt muss ich auch gerade husten. Ich möchte aber eigentlich nicht husten. Also in meinen Aufnahmen meine ich. Husten möchte ich schon. Nur es geht halt nicht. Das ist das Problem. Denn wenn ich jetzt hier so mache, dann ist, ja. Das ist für euch dann wahrscheinlich eher unangenehm, kann ich mir denken. Deshalb mache ich da eigentlich, na gut, was heißt, ich mache Grund nach, aber deshalb mache ich es, ja gut, ich mache es eben eigentlich echt nach. Deshalb unterdrücke ich das jetzt auch ein bisschen, beziehungsweise ich versuche es zumindest. So, ich bin jetzt aber trotzdem irgendwie ziemlich unzufrieden mit meinem Haus, beziehungsweise mit meinem Dach generell. Das sieht irgendwie nicht so aus, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Was kann ich denn da machen? Ich müsste mir aber auch eigentlich auch ehrlich gesagt mal die mal wieder das Original aus Die Siedler 4 angucken. Also das Haus meine ich. Verdammt, jetzt muss ich gleich gehen. Das gibt's doch nicht. Und
Ja, wie gesagt, ich muss mal das Original angucken in Die Siedler 4. Damit ich weiß, was ich genau bauen muss. So, ich habe hier gerade eben auf diese komischen Dinger hier im Hintergrund geguckt, auf dieses Blatt Papier hier. Denn ich habe ja gerade eben gesehen, hier ist ja irgendwie so eine Art Schaltkreis eingebaut. Gut, also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt mit Elektronik auch gar nicht aus. Aber hier kann man doch sehen, hier ist so irgendwie so, oder zumindest irgendwas mit Leitungen ist hier. Hier so, das führt dahin und dann dort und hier da und da und da und dort. Und dann hast du ein bisschen hiervon und davon. Sieht aus wie ein Schaltkreis. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte Dingens Zäune machen. Und mir geht jetzt echt langsam so das Holz aus. Und ich müsste eigentlich auch ein paar Stöckchen behalten. Denn, na gut, drei habe ich. Reicht blöderweise jetzt nur für ein Werkzeug. Sonne geht schon wieder und das gibt's auch nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich will jetzt eigentlich gerne in den Wald gehen. Ach komm, ich mache den Baum hier mache ich jetzt mal platt. Nein, nee, weißt du was? Den Block lasse ich nochmal da. Denn das ist ja anscheinend auch so ein Riesenbaum. Mit so blöden, verzweigten Ästen sozusagen. Und solche Riesenbäume kann man. Ja, jetzt geht er drauf. Solche. Hallo, willst du mich jetzt verarschen oder was? Lass mich drauf. Geht doch. Ja, super. Jetzt bin ich hier oben und jetzt ist hier nichts. Also, jetzt hier da oben, meine ich. An diese Dinger wäre ich wahrscheinlich auch vom Boden aus angekommen. Glaube ich, zumindest. So, ist hier denn noch was in den Blättern? Da nicht, aber hier irgendwo, genau, da direkt vor meiner Nase. Da setzt schon wieder Musik ein. So, den ganzen Krempel hier aufsammeln. Ah, da ist ja noch ein Stück Holz. So, genau, das löst sich jetzt aber so langsam auf. Und ich will zurück nach Hause, denn ich habe hier ein bisschen Schiss vor den bösen Monstern. Du kannst nur nachts schlafen, du kannst nur nachts schlafen, du kannst nur nachts schlafen, du kannst nur nachts schlafen. Du bist Scheiße hier. Jetzt habe ich gerade schon wieder mein Mikrofon umgestoßen, ey Mann. So ein Mistikack. So. Gerade nochmal neu sortieren. Und weiter geht's. Was wollte ich jetzt? Ah, da ist ein Apfel. Ich wollte ja meinem Dingens weiterbauen. Acht habe ich noch, acht Zäune. Also das mit den Fackeln ist ein bisschen doof, ne? Na super, mal wieder out of Holz. Beziehungsweise Zäune und Holz. Alter, dieser riesige Wald. Krass verzweigt. Na gut, was heißt verzweigt, aber. Wie krass riesig der einfach ist. Ach ja, nette Musik. Ist aber irgendwie auch so ein Thema. Wie heißt das? Ich will zwar keine Werbung für mich machen, aber es gibt ja auf YouTube diese Möglichkeit, seine Videos sozusagen zu monetarisieren. Und da hat mir YouTube mal vor, ach keine Ahnung, das ist aber auch schon mehrere Monate her, ich glaube sogar schon ein halbes Jahr oder so, also keine Ahnung. Sehr lange ist das schon ziemlich her, das ist schon ziemlich lange her, dass ich diese E-Mail gekriegt habe und ja, wie gesagt, von YouTube kam die. Und Mensch, jetzt versuche ich schon wieder zu bauen und zu reden gleichzeitig, das geht nicht gut. Deshalb werde ich jetzt erstmal ein bisschen reden. Die kam von YouTube, wie gesagt, halt selber diese E-Mail und da stand halt drin, meiner Videos ist sowas von erfolgreich, in Anführungszeichen, dass die mir jetzt anbieten, dieses Video oder generell meine Videos zu monetarisieren. Jetzt bin ich ja mal überlegen, ob ich das machen soll. Jedoch ist das Problem, Let's Plays sind eigentlich
ist eigentlich geklautes, beziehungsweise die Aufnahme von Videospielen ist eigentlich geklautes Material. So im Groben und Ganzen gesehen. Deshalb ist das irgendwie so eine Sache mit diesen ganzen Aufnahmen. Und Let's Plays werden ja eigentlich auch, oder sind eigentlich nicht, wie heißt, die sind eigentlich rechtlich nicht in Ordnung. Also sie heißt, es heißt, die sind, wie kann man das sagen, sie sind eigentlich verboten, aber sie werden sozusagen geduldet.